Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Heute ist Ostern und wir feiern die Auferstehung von Jesus. In diesem Gottesdienst seid ihr eingeladen, mit uns Bewegungen zu machen, auf die Geschichte von Jesu Auferstehung zu hören. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beim ersten Lied macht mit bei den Bewegungen zum Lied einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, dass du da bist, einfach Spitze, dass du da bist, einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, dass du da bist, einfach Spitze, dass du da bist, einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, lass uns stampfen, einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns stampfen, einfach Spitze, lass uns stampfen, einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns klatschen, einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns hüpfen. Einfach Spitze, lass uns hüpfen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns hüpfen, einfach Spitze, lass uns hüpfen, einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns tanzen, einfach Spitze, lass uns tanzen, einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns tanzen. Einfach Spitze, lass uns tanzen, einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Lasst uns gemeinsam Worte aus Psalm 118 im Wechsel sprechen. Ich beginne und ihr antwortet. Dies ist ein Tag von Gott gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Gott macht es hell für uns, Gott ist uns ganz nah. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Lacht den Tag an und feiert gemeinsam. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Dies ist ein Tag von Gott gemacht. Amen. Und gemeinsam beten wir und ihr macht einfach das nach und sprecht das nach, was ich euch vorspreche. Also strecken wir die Hände nach vorne aus und sagen, lieber Gott, ich bin da. Lieber Gott, ich bin da. Wir legen die Hände aufs Herz und sagen, Gott sei mir nahe. Gott sei mir nahe. Wir strecken die Hände ganz weit nach oben aus und sagen, schenke mir Freude. Schenke mir Freude. Und fahren so in einem Halbkreis und sagen, danke für den Tag vom Morgen bis zum Abend. Danke für den Tag vom Morgen bis zum Abend. Amen. Amen. Der Herr ist auferstanden, das Grab hielt ihn nicht fest. Der Tod ist überwunden, weil sich Gott nicht halten lässt. Der Herr ist auferstanden, die Liebe triumphiert, hat sich mit uns verbunden, unsere Herzen neu berührt. Und wir feiern, unser Gott ist nicht weit, der von Sünde von Krankheit befreit, der Herr ist auferstanden, er steht überall.
Sterben nahm er für uns in Kauf, doch nun ist er auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden mit uns sein Reich, zerreißt der Sünde Banden, harte Herzen werden weich. Der Herr ist auferstanden, der in uns Leben schafft, bezeugt in allen Landen seine Auferstehungskraft. Und wir feiern, unser Gott ist nicht weit, der von Sünde und von Krankheit befreit. Der Herr ist auferstanden, er steht über Raum und Zeit. Ja, wir feiern, unseren Gott hält nichts auf, Leid und Sterben nahm er für uns in Kauf. Doch nun ist er auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir feiern, unser Gott ist nicht weit, der von Sünde und von Krankheit befreit. Der Herr ist auferstanden, er steht über Raum und Zeit. Ja, wir feiern, unseren Gott hält nichts auf, Leid und Sterben nahm er für uns in Kauf. Doch nun ist er auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir feiern, unser Gott ist nicht weit, der von Sünde und von Krankheit befreit. Der Herr ist auferstanden, er steht über Raum und Zeit. Ja, wir feiern, unseren Gott hält nichts auf, Leid und Sterben nahm er für uns in Kauf. Doch nun ist er auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich erzähle euch, was damals am Ostermorgen passiert ist. Am besten klappt es, wenn ihr mitmacht. Dafür braucht ihr nur den Rücken von jemandem, der mit euch diesen Gottesdienst sieht. Setzt euch so hin, dass ihr mit den Händen den Rücken des anderen berühren könnt. Zuerst fahren wir mit beiden Händen einmal über den Rücken. Hin und her. Hier wird gleich die Geschichte von Ostern erzählt. Und zwar beginnen wir früh am Morgen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Streift dazu mit beiden Händen von den Schulterblättern den Rücken herunter. Denn die Dunkelheit lag noch über dem ganzen Land. So früh am Morgen machten sich Maria von Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome auf den Weg. Lauft einmal mit beiden Fingern über den Rücken. Es ist ein langer Weg. Und es ist auch nicht nur draußen dunkel, die drei Frauen fühlen sich auch innen drin dunkel, weil sie traurig sind. Fahrt noch einmal mit beiden Händen von den Schulterblättern den Rücken herunter. Denn Jesus, der Freund von den dreien, war gekreuzigt worden und
gestorben. Dazu zeichnen wir ein großes Kreuz auf den Rücken. Sie vermissten Jesus sehr und sein Tod machte sie traurig. Legt beide Hände mit leichtem Druck auf die Schultern, denn die beiden Marias und auch Salome sind bedrückt vom Tod Jesu. Nun wollten sie Jesus noch einmal etwas Gutes tun und seinen gequälten und verletzten Körper mit gut riechenden Ölen salben. Streich dazu ganz vorsichtig über den Rücken. Außerdem wollten sie sich auch noch einmal von ihm verabschieden. Wir legen eine Hand flach auf den Rücken und winken, wie zum Abschied. Doch auf dem Weg zum Grab von Jesus fiel ihnen etwas ein, das alles verhindern konnte. Vor dem Grab lag doch ein großer Stein, den sie zu dritt niemals wegschieben könnten. Wir legen eine Faust in die Mitte des Rückens. Wir legen die Faust in die Mitte des Rückens, die ein wenig in den Rücken reindrückt. Denn die Frauen werden nur noch trauriger, wenn sie an den Stein denken. Noch wenige Schritte, dann haben sie das Grab erreicht, als ihnen auf einmal ein helles Licht ins Gesicht strahlt. Die Sonne geht endlich auf und wir malen eine große und wunderschöne Sonne auf den Rücken. Die Frauen blinzeln gegen das Licht, suchen den Stein vor dem Eingang zum Grab und auch wir legen die Faust wieder in die Mitte des Rückens. Doch der Stein ist gar nicht mehr dort, sondern zur Seite geschoben. Und auch wir drücken die Faust ein paar Mal zur Seite, bis der Weg frei ist. Maria, Maria und Salome sind ganz erschrocken und zittern ein wenig, weil sie nicht wissen, was hier passiert ist. Nehmt die Schultern und rüttelt ein wenig, so sehr zittern die Frauen. Nun kommt das helle Licht nicht nur von der Sonne, sondern auch aus dem Grab heraus. Den Frauen wird auf einmal ganz warm ums Herz und deshalb malen wir ein Herz mitten auf den Rücken. Das Licht wird immer heller, also legen wir unsere Hand flach auf das Herzen und fahren in immer größeren Kreisen über den Rücken. So sehr breiten sich Licht und Wärme aus. Und dann hören sie eine Stimme aus dem Grab, die etwas ganz deutlich sagt, wie mit ganz vielen Ausrufezeichen, die wir auf den Rücken zeichnen. Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jesus ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden und lebt. Ganz erschrocken und aufgeregt drehen die drei Frauen sich um und laufen zurück nach Jerusalem. Und auch wir laufen mit zwei Fingern kreuz und quer über den Rücken. Dort angekommen, erzählen sie den anderen Jüngern, den Freunden von Jesus, alles, was passiert ist. Sie berichten von dem hellen Licht, also malen wir noch einmal eine wunderschöne Sonne. Und auch davon, dass es ihnen wieder warm ums Herz geworden ist, weil Jesus lebt. Und so zeichnen wir zum Abschluss noch ein Herz auf den Rücken. Vielen Dank, dass ihr mit mir die Geschichte erzählt habt. Am besten spult ihr das Video ein wenig zurück und dreht euch um, damit die Geschichte nun auf dem anderen Rücken erzählt werden kann. Eine kleine Basteleinheit haben wir im Gottesdienst auch. Und was basteln wir für Ostern? Ein Stein natürlich. Den großen Stein vor dem Grab von Jesus. Nein, das ist nur Quatsch. Wir basteln etwas ganz anderes. Und zwar eine Blume. Eine Blume, die für die Schöpfung steht und das Leben, mit dem Gott die ganze Erde bevölkert. Denn das ist der Kern von Ostern. Gott lässt sich durch nichts unterkriegen. Er bleibt standhaft. Gott zieht sein Ding durch. Und Gottes Ding ist eben das Leben. Deshalb setzt er sich für uns Menschen ein. Deshalb erlöst Gott uns durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, damit für uns nichts anderes wichtig ist
allein das Leben, das Gott uns schenkt. Und so sagt es Jesus im Johannesevangelium in Kapitel 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, ist in Ewigkeit mit Gott verbunden. Amen. Segne uns mit der Weite des Himmels, segne uns mit der Wärme der Sonne, segne uns mit der Frische des Wassers, himmlischer Vater, segne uns. Segne, Vater, tausend Sterne, segne, Vater, unsere Erde, segne, Vater, Meer und Land, segne, Vater, Herz und Hand. Segne uns mit dem Rauschen der Wälder, segne uns mit der Ernte der Felder, segne uns mit der Kraft der Tiere, himmlischer Vater, segne uns. Segne, Vater, tausend Sterne, segne, Vater, unsere Erde, segne, Vater, Meer und Land, segne, Vater, Herz und Hand. Segne uns mit den Träumen der Kinder, segne uns mit der Liebe der Eltern, segne uns mit den Geschichten der Alten, himmlischer Vater, segne uns. Segne, Vater, tausend Sterne, segne, Vater, unsere Erde, segne, Vater, Meer und Land, segne, Vater, Herz und Hand. Gemeinsam beten wir das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun empfangt den Segen unseres Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Euch allen gesegnete Ostern. Viel Spaß beim Ostereiersuchen. Tschüss!